Stelldichies kam erstmal als Reggae daher von Ingo. Dann wurde ich bitter beschimpft, für was ich mich halten würde, plötzlich Reggae machen zu wollen. Ich konnte mit Reggae gar nichts anfangen. Der C-Teil war dann aber ganz heftig. Dann habe ich gesagt, warum machen wir die ganze Nummer nicht so heftig? Dann hatte ich ein schönes, hartes Playback und hatte erstmal so inhaltlich gar keine Vorstellung, wo das hingehen könnte. Und dann fiel mir zuerst mal eigentlich dieses Wortspiel ein, dass man versuchen kann, einen ganzen Text, jede Zeile mit Stell anzufangen. Stell dir vor, stell dich, stell was um, stell zurück, stell vor, stell irgendwas. Und dann habe ich so ein bisschen experimentiert und plötzlich kam dann Sinn rein. Und plötzlich jede Zeile, die mir dann einfiel, baute mehr Sinn auf und dann kam ich plötzlich beim Refrain an, der mir einfach gesagt hat, stell dich als Person, also gib dich zu erkennen, wer du bist, zeig allen, mit denen du zu tun hast, und der Welt oder allen, die es interessiert und die es wissen wollen, mach klar, wer du bist, mach dir es erstmal selber klar, was du willst, und dann äußere dich. Und im weitesten Sinne war das dann auch diese Zeit, muss ich sagen, das ist jetzt ein bisschen, klingt weit hergeholt, es war aber die Zeit mit diesem Amokläufer bei uns im Schwabenlande. Und mir fiel dann einfach ein, hätte der sich richtig gestellt und sich seine Probleme offenbart, sich klar geäußert, dann hätte hinterher keiner sagen müssen, ich habe den zwar gekannt, aber das hätte ich dem nie zugetraut. Also letztendlich ist das eine Möglichkeit, sich selber darüber klar zu werden, wer bin ich eigentlich, wohin will ich, und das den anderen auch mitzuteilen, damit man nicht frustriert nach innen gekehrt solche Aggressionen ausbrütet. Also ich als Hobbypsychologe jetzt, das ist wirklich sehr weit hergeholt, es fiel mir nur als Assoziation damals, als ich den Text schon fertig hatte, ein, dass man das durchaus auch auf so ein Thema draufstülpen könnte. Aber zuerst war wirklich erstmal das Wortspiel und daraus entwickelte sich der Sinn. Also muss ich sagen, bin ich sehr stolz auf ihn, weil diese Schreibtechnik von diesem Text habe ich so noch nie gehört. Komplett neu, und er kann jetzt auch noch 10 Minuten drüber erzählen, um was es geht, aber eigentlich muss es da um gar nichts gehen. Es klingt einfach interessant, es sind schöne Bilder, die aneinandergereiht sind, und wie gesagt, es ist einfach neu. Und da muss ich sagen, hätte ich dem Alten nicht zugetraut, sehr schön. Ja, also einer meiner Lieblingssätze aus diesem Lied ist wirklich der zweite. Es geht, stell dich nicht so an, stell das Foto aufs Klavier. Jetzt weiß natürlich kein Mensch, welches Foto ich gemeint habe, das man runternehmen kann und aufs Klavier stellen. Und warum? Ich weiß es aber. Jetzt bin ich gespannt, ob die Leute, die das hören, sich auch eine Idee machen, welches Foto könnte ich runternehmen, dann könnte es mich irritieren und dann sagt jemand, stell es aufs Klavier. Nämlich, lass es nicht zu sehr an dich ran, was du da in dem Foto siehst, stell es weg und mach weiter. Und jede einzelne Zeile hat bei mir so eine ganze Geschichte und kann aber in jedem anderen auch so eine Geschichte auslösen, wenn er sich darauf einlässt. Das ist besonders spannend bei diesem Text, finde ich. Stell die Lage klarer dar, stell dich etwas mehr heraus, stell die Lügen auf den Kopf, stell dir ein besseres Zeugnis aus. Sein muss um.